zusammen. Heute probiere ich mal was. Kumpel von mir, der Ingo, der den Kanal Bewegungsprojekt betreibt, filmt seine Wanderung regelmäßig. Und ich habe mir gedacht, ich mache das auch mal. Mal gucken, ob das was wird. Heute bin ich mit ihm auch unterwegs. Da vorne ist er, noch nicht gestürzt. Und besondere heute, wir haben noch keine feste Route. Also ich nicht, Ingo hat ausgesucht. Und wir navigieren vollständig mit Karte und Kompass, ohne technische Hilfsmittel. Ja, mal gucken, ob wir wieder zurückkommen. Ich halte euch informiert. Noch guten 4 Kilometern. Wir haben uns noch nicht verlaufen. Mag aber auch daran liegen, dass wir seither genau wissen, wo wir sind und die Karte eigentlich noch gar nicht gebraucht haben. Der erste Anstieg liegt hinter uns. Ingo geht es noch recht gut. Mir auch. Und mal sehen, was der Rest des Tages so bringt. Es ist auf jeden Fall schon mega heiß. Ich schwitze schon. Und dabei haben wir noch lange nicht die Höchsttemperaturen erreicht, die es heute geben soll. Und Ingo, kannst du noch? Ja, ein paar Kilometer machen wir noch, oder? Eichlinger Steppenland. Immerhin gehen wir gerade etwas durch den Schatten. Ingo ist auch noch dabei. Und ja, noch ist die Strecke von der Navigation her wenig anspruchsvoll. Wenig Abzweigungen, gute Wege, immer geradeaus. Gleich, wenn wir uns der Dietentalsperre nähern, wird es sicherlich etwas komplizierter. Aber Ingo hat ja mich, wir verlaufen uns schon nicht. Ja, ihr seht richtig. Knappe 30 Grad und der Großteil unseres Weges führt uns heute über freie Felder, wo kein einziger Baum Schatten spendet, die sich versperrt. Herrlich, herrlich, herrlich. Herzlich willkommen zum 8,5 Kilometer Update. Wir sind immer noch auf Kurs. Es ist immer noch warm. Aber die Gegend ist immer noch schön. Jetzt sind wir gerade etwas im Schatten. Das ist wirklich unglaublich angenehm. Wir sind auch mittlerweile auf gutem Kurs zur Dietentalsperre. Wahrscheinlich schaffen wir das wirklich, bis dahin zu kommen. Können da vielleicht ein kurzes Päuschen machen und begeben uns dann auf den Rückweg, damit wir vor dem für 16 Uhr angekündigten Gewitter wieder zu Hause sind. Also von daher, alles gut. Planänderung, lieber Ingo. Sollen wir auch bis nach Altenberg? Auf keinen Fall. 2,5 Stunden Update nach 10,5 Kilometern. Wir sind hier jetzt an der Dietentalsperre. Vor 35 Jahren war ich mit meinen Großeltern immer hier. Und seitdem hat sich hier wirklich nichts verändert. Hinten das Freibad, war ich auch schon oft drin. Das Einzige, was sich geändert hat, die frühere Bahn, wo man mit kleinen Autos fahren konnte, ist weg. Und es gibt kein Drehtürchen mehr, weil der See hier so ein bisschen ausgetrocknet wird. Mal früher Bötchen fahren konnte, ist jetzt nur ein kleiner Tümpel, zeige ich gleich mal. Ansonsten vielen Dank Ingo fürs Bier, alkoholfrei natürlich, muss gleich noch fahren, außerdem bei der Hitze tut Alkohol auch nicht gut. Auf euch!
Früher, also vor 35 Jahren, war das mal alles voller Wasser. Und ich weiß noch genau, da hinten am Ufer habe ich geangelt. Oh Mann, ich werde alt. Ein kurzes Update bei Kilometer 14,6 und 3 Stunden 50 reiner Gehzeit. Wir hatten uns ja einen schönen Rückweg überlegt und jetzt wurde aus da wird schon ein Weg sein ein ach komm, lass uns doch den anderen Weg gehen, sind hier nur 2 Kilometer mehr. Was lehrt uns das? Wenn wir auf die Karte gucken, sollten wir der Karte einfach vertrauen. Aber was soll's? Der Weg ist das Ziel. Es ist nicht nass, es ist nicht kalt, es ist schweineheiß. Ich glaube mittlerweile 32 Grad. Kein Wölkchen am Himmel, das ist schon mal schön. Also scheinbar scheint das mit dem Gewitter sich wirklich schön zu verzögern. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall noch gemütlich nach Hause. Ich melde mich später. Macht's gut. Cola. Bei 33 Grad auch das Beste, was man machen kann, sich erfrischen. Gleich geht's weiter. Wir sind gespannt. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity. So, ein Update bei Kilometer 19 und fast 5 Stunden Gehzeit. Die Wolken, ihr habt es gerade gesehen, sind nicht mehr nur Wattewölkchen. So akut nach Regen sieht es nicht aus, aber irgendwie ist jetzt doch unser Zeitbudget geschrumpft, sodass wir mit gutem Gewissen haben, bevor wir nass werden. Wir gehen jetzt eine kleine Abkürzung. Der Weg ist nicht eingezeichnet, aber hier fließt ein kleiner Bach. Dem folgen wir jetzt einfach ein wenig. Der Weg sieht gut aus, der wird wahrscheinlich nicht enden. Spart uns vielleicht nochmal einen Kilometer und auf jeden Fall Höhenmeter. Was sicherlich nicht verkehrt ist, wenn wir gleich schnell vor dem Regen zu Hause sein wollen. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Video-Update bei Kilometer 21,6. Die Wolken sind dunkel. Die ersten Tropfen tropfen. Ingo hat den ersten Blitz gesehen, ich habe den ersten Donner gehört. Wir haben noch ungefähr 5 Kilometer bis nach Hause. Drückt uns die Daumen. Mittlerweile ist es nicht mehr zu warm, nicht mehr zu trocken. Wir stehen hier an einer Häuserwand und schützen uns etwas vom Regen und den Blitzen, die mehr oder weniger direkt über uns sind. Mal schauen, wie lange wir hier stehen. Kurzer Regenschauer, so schnell wie er gekommen ist, ist auch wieder vorbei. Dennoch, ich weiß nicht, ob man es sieht, da hinten sieht man noch ordentlich was da runterkommt. Hinter uns sind die Wolken auch noch relativ dunkel und es kommt Wasser runter. Mal gespannt, was das noch gibt. Eine Notpause unter der Brücke gemacht, weil es wirklich heftig gegossen hat, die Blitze wirklich nah waren und da soll man nichts riskieren. Jetzt ist es wieder etwas trockener geworden, da hinten sieht man auch, es klart sich etwas auf. Das Schlimmste sollten wir überstanden haben, haben jetzt noch 1,5 Kilometer bis nach Hause. Ich denke, am Ende haben wir irgendwas zwischen 25 und 26 Kilometer auf der Uhr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bald wird es sicherlich noch ein paar andere Videos von mir geben. Schaut zu. Macht's gut.